Hi. So, ich versuche wieder aktiv auf YouTube zu sein. Das sieht so aus, als würde ich mal wieder Zeit besitzen, um das auch tun zu können, neben Twitchy. Aber passt auf, my friends. Ich habe mit zwei Freunden ausgemacht, dass wir Arzt-Pakete machen, also allgemein Pakettausch, aber da wir halt alle zeichnen, wird das logischerweise Arzt-Stuff, mostly. Und falls ihr nach einem Aquarellskizzenbuch sucht, ich kann euch auf jeden Fall Artesa empfehlen. Dieses Baby. Ganz ehrlich, ich habe schon gefühlt 50 verschiedene Aquarellskizzenbücher ausprobiert und die sind alle kacke, meiner Meinung nach. I'm sorry. Aber klar, es kommt drauf an, was du präferierst. Ich persönlich bin für satiniertes Papier, sprich heißgepresst, das bedeutet keine Struktur, zieht sehr viel Wasser, trocknet aber auch relativ schnell. Also wenn du so wet in wet, also nass in nass arbeiten willst, also diese Wet-Technik, dann ist vermutlich für dich kaltgepresstes besser, weil das Wasser da länger, ich sag jetzt mal, arbeitet. Keine Ahnung. Aber meine Erfahrung für mich ist, da ich halt so, ich sag jetzt mal, Schnelligkeit verwöhnt bin durch die Copics, brauche ich Papier, was relativ schnell trocknet, damit ich weiter arbeiten kann, weil ich nicht das geduldigste Wesen auf der Welt bin. Nur an gewissen Punkten. Naja, jedenfalls, ich benutze dafür nur dieses Buch, beziehungsweise das werde ich gleich verschönern. Oder ich versuche es. Alina, Akira. Falls ihr das seht, es tut mir leid, wenn ich die verschande. Ich versuche nur was Cooles draus zu machen. Das ist das, was ich habe. Und meines kleinen Vorspiel. Also, ihr seht, ich bin nicht die Geübteste mit Aquarell. Also, Commentary aus. Aber was das Wichtigere ist, ihr seht die Dicke des Papiers und ich arbeite beidseitig. Ne? Ich liebe dieses Papier. Zum einen, das hat ja so eine kleine Niete, dass du alles immer easy rausreißen kannst, wenn du sagst, okay, derjenige soll doch das Original haben. Und man kann beidseitig arbeiten, ohne dass irgendwas durchmatscht. Es wählt gar nicht, auch wenn ich beide Seiten hier benutze, wie ihr da seht. Auch hier, das ist übrigens Concept Stuff. Hier habe ich ein Chibi komplett gemalt, also eine richtige Illu. Da habe ich auch wieder Concept Stuff, ist noch mehr Concept Stuff. Illu, Illu, noch mehr. Also, ganz ehrlich, Guys, ich liebe Hardcore dieses Papier. Ich kann es euch nur empfehlen. Falls ihr nach Aquarellskizzenbüchern sucht, do it. Gibt es in allen möglichen Größen. Ich habe halt A4, also ein bisschen mehr als A4. A5 gibt es aber auch, genauso A6. Kauft es für den Preis. Es ist egal. Jedenfalls, weil ich so begeistert davon bin, habe ich es jeweils für die beiden einmal geholt. Also du hast halt immer zwei oder drei Pack. Also bei den großen hast du halt zwei, bei den kleinen drei oder sogar mehr in Pack drin. Kostet zwar ein bisschen mehr, aber wie gesagt, das Papier ist es wert und du hast halt Minimum immer zwei Bücher. Und da das grau ist und ich auch so Metallic Acryl gekauft habe, versuche ich jetzt, dieses Cover besonders fancy zu machen. Für Alina kommen bunte Tentakel rauf. Und bei Akira versuche ich süße Bumselbienchen zu machen. Da habe ich auch Gelbtöne. Und ich hoffe, ich verkacke es nicht. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt zu lange drüber nachdenke, fange ich mal an. Und dann entscheiden wir zusammen, ob es kacke ist. Und ja, also dieses Video wird wieder ein Geschenke-Video. Ihr werdet wieder so Steps sehen, wo ich Geschenke vorbereite und ein bisschen was einpacke und so ein Scheiß. Schon allein, weil Dezember ist, passt das gut. Aber auch einfach. Weiß der Seele gut tut nach dem ganzen Jahr. Mal meinen privaten Scheiß außen vor gelassen. Das Jahr zehrt und uns alle. Hätte es mal wieder ganz gut, so ein schönes Aufmunterungsvideo zu haben. Und deswegen, Achtung, da werden dann auch wieder Livestream-Momente kommen, weil ich einen Teil dann rausschneiden werde und dann mit ins Video packen, damit ihr halt so Reaktionen seht. Und ansonsten besuchen Sie doch gerne Twitchy. Ich werde auch die anderen beiden, also Akira und Alina, auch in eine Infobox reinhauen. Und natürlich mich und meine anderen Socials, Twitter, Insta, Facebook, mostly Insta. Aber ja, ich würde sagen, ich habe schon wieder viel zu viel geredet. Let's go.
So, ich starte damit direkt mit dem ersten Film ins nächste Jahr. Meinte ich nicht noch so großspurig, Dezember kommt auf jeden Fall noch ein Video. Ja, nee, verkackt, Lay. Wir haben mittlerweile das neue Jahr. Genauer gesagt, ich gerade am 1.1. dran. Funny Fact. Zugegeben, es kam auch daher, dass mich ein Kumpel überredet hat, dass ich ein bisschen spamme mit Livestreams. Weil ich halt die Woche frei hatte, deswegen war ich so, oh, das ist Zeit, Videos zu schneiden. Ja, nee, ich hab einfach die ganze Zeit gestreamt. Es tut mir leid an meine Twitch-Leute, dass ich euch so viel belästigt habe. Falls es beruhigt, am nächsten Jahr wird es nicht mehr so viel. Beispielsweise ab nächste Woche, also die erste Januarwoche, ich glaube maximal drei Streams, wenn es hochkommt. Montag wieder nach Arbeit, dann habe ich Freitag, Samstag frei, da weiß ich noch nicht, wie was ich wann mache. Und Sonntag muss ich arbeiten. Ja, Freude. Egal. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir alle ein besseres Jahr haben als die Kacke, die davor war. Wir hatten alle unsere Ups und Downs neben denen, was so oder so lief. Aber damit wir motiviert ins neue Jahr starten, gibt es jetzt wieder ein Paketvideo und ich entschuldige mich im Voraus, dass das über eine Stunde kostet. Ich sehe gerade momentan ist es bei 1,5 Stunden. Mal sehen, ob ich noch was rauskarte. Ich kann euch nichts garantieren, aber hey, vielleicht ist euch so krass langweilig heute, dass euch das ganze scheiß Video gibt. Und ich warne vor, manchmal übersteuere ich, weil ich habe später zum. Was zur Hölle? Okay, das muss ich noch rausnehmen. Ich habe die Reaktionen von meinem Paket für Alina und Akira habe ich halt über Screenaufnahme gemacht, weil ich es vergessen hatte zu klippen. Meins konnte ich ja noch rausklippen, aber so, ja, musste es halt so passieren. ich hoffe auf jeden Fall, es ist nicht zu langweilig für sie oder zu laut oder keine Ahnung, aber. Ja, man kann nicht alles haben, ne? Aber jedenfalls, ich habe ja schon davor von dem Skizzenbuch geschwärmt und das war halt vorher eine Grau und ich wollte es schöner machen. Und da ja beide so ihre Lieblingstierchen da drauf, fand ich ganz passend. Und das hatte den Vorteil, ich konnte so gleich die Acrylfarben testen, weil ich kam vorher einfach nicht dazu. Aber kleine Schleichwerbung vorweg, ich will ab diesem Jahr endlich Merch rausbringen. Mein ganz großes Ziel ist Artbook. Ich habe theoretisch damit schon angefangen, aber ich muss jetzt meinen gescheiten Scanner kaufen. Da muss ich mich mit dem Programm auseinandersetzen und ich hoffe es dieses Jahr endlich. Und dann am besten auch noch kleines Merch dazu. So Tassen zum Beispiel, wegen Tee und so ein Kack, aber gut. Ich weiß ja nicht, was ihr dieses Jahr vorhabt, aber mein großes Ziel ist endlich Merch rauszubringen. Ja. Und ansonsten halt weiterhin Twitch belästigen. Und wo wir gerade dabei sind, ich danke meinen Twitch-Leuten, dass sie alle meine Phasen aushalten, auch wenn ich wieder von einer Sekunde auf den nächsten pissed bin, as fuck. Und ja. Und vor allen Dingen, wenn ich laut bin beim Zocken. Ich habe euch lieb. Ekelhaft. Ich bin lieb. Aber gut. Es kann dieses Jahr auf jeden Fall nur besser werden, oder? Wir hoffen es. Und ansonsten sehen Sie gleich meinen wunderschönen Parkettboden, den ich mit absoluter Liebe besessen habe. So drauf gesessen. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es immer am angenehmsten, wenn ich wirklich auf meinen scheiß Boden sitze und da die Geschenke einpacke. Und ja. Das Video ist einfach Überforderung. Also, A, weil es so lange ist und ich echt gerade nicht weiß, was ich rauscutten soll, weil ich irgendwie alles zeigen will, aber gleichzeitig ist es mir auch so, das ist so lange. Aber auf der anderen Seite ist so, wir sind alle am Ende überfordert. Also, Alina, Akira und ich und sie sehen wirklich am Ende eine überforderte Lay. Das ist dann aber wegen Kiso und Kimi. Ich hasse euch beide immer noch dafür, ne? Also, ich werde euch sowas von irgendwas zurück in die Fresse schlagen dafür. Vielleicht auch wörtlich. Ich überleg's mir noch. Ja, das ist wahre Freundschaft, meine Freunde. Wenn man denen droht, sie zu verkloppen, beziehungsweise umzubringen. Ja, ich gebe ein bisschen Musik, ne?
So, my friends, 2 Stunden einpacken und das sind die 2 Haufen der Schande. Das größere Problem ist aber, ich habe nur eine Kiste, wo alles reinpasst. Ich brauche noch eine zweite, wo alles reinpasst. Ich glaube, ich nehme die da. Ich darf gar nicht filmen wegen Adresse. Und dazu Animo. Wenn ihr Zombieland-Saga noch nicht kennt, gönnt euch. Seriously, gönnt es euch. Ich habe die DVDs davon gekauft. Ich warte auf Staffel 2. Also als DVDs. Und Staffel 3 als Animo. Ja, guck, du kleine Schlampe, da bin ich wieder. Ich gehe so als Schuld, okay? Sie hat aber angefangen, ich krieg das jetzt auch andauernd rein, diesen Reflex, diesen Satz zu sagen. Egal. Ja, ich hoffe, sie haben sich durch die Musik von mir erholen können. Jetzt bin ich wieder da. Ich dachte mir so, wenn wir bei den Sketchbooks sind, könnte ich mal ein bisschen dazu labern. Und zwar haben wir hier zuerst das von Anina. Das ist ihr Charakter Jaden. Der hat übrigens eigentlich auch noch Flügel auf dem Rücken, weil er ein Reptil ist, alias ein Drache. Aber Lei war schlau und hat die vergessen. Und sie sehen später, warum ich das nicht mehr erinnern konnte. Aber sie hat sich trotzdem gefreut, wie er sie wird. Also von daher Mission Complete. Ich hätte ihn gern richtig badass dargestellt, aber ich war so... Also sie tut unglaublich viel Level in der Legion, was ganz stumpf gesagt eine RP-Gruppe ist, also Roleplay, dass du halt durch, ich sage jetzt mal, Charakterinteraktion, sei es durch Bild- oder Schriftform, levelst. Da wuppt sie dezent durch, genauso wie Dani. Aber ich kenne das nicht, ich bin faul. Ich bin einer der Ersten, die einen Charakter da reingeworfen hat und ich bin einer der Niedrigsten, also ja. Ah, ich habe zu viele Charaktere, ich weiß nicht, wann ich was machen soll. Naja. Jedenfalls sehen Sie hier, wie ich anfange, ein Stelzen zu machen mit den Athesa-Stiften. Das 120er-Pack. Ich dachte mir so, ich gönne mir richtig, weil ich bin einfach kleiner Color-Nazi. Man kann niemals genug Stifte haben. Aber ich muss hier mal kurz ein bisschen Athesa judgen, auch wenn ich ihr Aquarellbuch liebe. Mit den Buntis bin ich so halbwegs zufrieden, sagen wir es mal so. Oh, ich sehe gerade, wir sind jetzt bei Ukari. Das ist ihr erster Legionscharakter. Jaden ist ihr zweiter. Jetzt hast du schon den dritten drin und plan 2 weitere. Also, ja. Maschine. In Schichten haben sie so, ab der 3. Schicht wird es tricky und 4. und 5. ist nochmal eine ganz andere Geschichte, weil sie dann die Wachsschicht so miteinander, ich kann das nicht wissenschaftlich ausdrücken, also die Wachsschicht wird dann so viel und dadurch können die Pigmente nicht mehr halten, sprich, es geht fast keine Farbe mehr drauf. Dahergehend mussten mit wenig wir machen. Und
Ich finde auch die Farbwahl ein bisschen tricky. Also ja, ich weiß, bei so einem großen Farbset hast du auch kleine Farbabstufungen. Aber gerade was die Hauttöne belangt, es ist schwierig, so eine normale Kalkleiste, wie ich es bin, zu colorn. Du hast zwei Hauttöne, aber die decken fast gar nicht. Also die sind von der Pigmentierung her, finde ich, ein bisschen zu hell. Und dann hast du zwar dutzende Pinktöne, aber da musst du halt auch aufpassen, dass du nicht einen zu krassen am Anfang nimmst, dass es so ein bisschen merkwürdig aussieht. Also, ich werde sie grundsätzlich weiterhin benutzen, weil ihr seht ja, es funktioniert. Ist jetzt nicht unmöglich. Aber es ist halt ein bisschen tricky mit der Farbwahl. Wenn ihr euch das kleine Set holt, kann ich es euch empfehlen. Nur das große Set, muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht von der Farbwahl. I'm sorry, Bro. Wir können aber gerne Kooperation machen, falls du Mitleid mit mir hast. YOLO. Ich habe erst euer Aquarellskizzenbuch, die Buntis. Ah nee, warte, das ist nicht Artese, das ist. Ach, ich bin dumm. Das ist Castle. Entschuldigung. Castle, ey, falls du noch anderen Stuff hast, Kooperation immer her. Auch wenn ich es nicht glaube, weil ich viel zu klein dafür bin. Egal. Jegliches Artstuff. Ich teste ihn, freiwillig. Entschuldigung, also nochmal, das sind von Castle Arts, die Bounties. Ich finde sie, wie gesagt, not bad, aber wenn ihr euch die holen wollt, weil ihr sagt, sehen jetzt gar nicht mal so schlecht aus mit dem, was ich da gerade kritzel, holt euch bitte die kleinen Sets. Danke. Weil, wie gesagt, es ist mir persönlich zu viele Abstufungen statt ordentlicher Farbpalette. Aber man muss ihn lassen, sie haben auch schöne Olivtöne. Also ich finde Oliven und Türkis ist super tricky in Sets zu finden, aber die haben sie. Das muss man ihnen lassen. Ansonsten ist die Mappe auch schön gemacht. Und falls sich jetzt jemand das auf Amazon anguckt, wo ich natürlich das auch gekauft habe, ich weiß nicht, wann die Menschheit es endlich versteht, aber wenn ihr neue Sachen kauft, aufmachen, liegen lassen, mehrere Tage, dann geht der Geruch weg. Das ist normal. Die sind verschweißt, Gott weiß wie lange. Da muss der Geruch erstmal rausgehen. Das muss atmen können. Also, ja, Kommentare sind komisch. Aber vergesst bitte nicht, auch hier zu kommentieren aus Mitleid. Nein. Ich hoffe, du kannst das irgendwie genießen. Vielleicht ist dir wirklich langweilig. Du machst Haushalt, weil die Party so krass war, dass du den ganzen Tag beschäftigt bist. Da wirst du zumindest 1,5 Stunden von mir zugemüllt. Easy going. Ja. Aber ich hatte schon Angst, dass ich ihre graue Hautfarbe nicht hinkriege, aber ich finde, das ist okay. Mir persönlich fehlen noch so ein, zwei graue Abstufungen in den Set, aber hey, ich habe gerade eben die Überabstufungen gemeckert, ne? Weil dafür wurden die Haare gut, meiner Meinung nach. Sind jetzt nicht so hart knallig. Es ist allgemein nie knallig mit Buntis arbeite. Wenn ich Copics nehme, knall ich so jedes Pigment rein, was ich finde. Bei Buntis werde ich irgendwie immer ein bisschen sanfter. Ich habe keine Ahnung, es ist lustig. Aber es ist halt vor allen Dingen auch, weil Marker leichter decken und dadurch kommt es halt knalliger rüber. Aber jedenfalls haben sie eins Okari. Sie war früher einmal ein unschuldiges Neko. Dann hat sie irgendwie Dämonenbiss bekommen, glaube ich. Es tut mir leid, Schatz, ich kann die Story nicht aus dem Kopf. Aber sie wurde irgendwie eine dämonische Kitty Cat, deswegen hast du so diesen aufgepoppten Schwanz hinten. Das sind diese Bubble, die ihr da an der Seite seht, vielleicht gleich. Und deswegen auch die kleinen Hörnchen oben bei den Hörnchen. Und sie hat dazu einen kleinen Gefährten, einen Greifvogel? Oder? Ich habe es schon wieder vergessen. Es tut mir leid, Schatz. Aber jedenfalls, ich hoffe, ich habe die Anatomie nicht halt zu hart verkackt. Wir wissen alle, ich habe Probleme mit Tieren. Aber at least I tried. I give my best, baby, just for you. Und damit die dann später besser rauspoppen aus dem Ganzen, habe ich halt mit weißen und schwarzen Acryl den Hintergrund gemacht, weil die ansonsten fand ich, ging die ein bisschen runter. Ich hätte auch gern noch richtigen Hintergrund gemacht, aber mir war das auf der einen Seite zu wenig Platz und gleichzeitig war ich zu voll für die kleinen Ecken, mir was auszudenken. Also, judge me for this. Ich weiß, es ist gerade sehr ironisch kommt, wenn ich sage, ich bin zu faul dafür, wenn ich immer die DDR-esten Charaktere der Menschheit zeichne, aber irgendwie in dem Punkt schon. Aber ich weiß ja nicht, was ihr letztes Jahr gemacht habt. Ich habe Hintergründe geübt. Und wenn ich dann noch bald wieder mein nächstes Skizzenbuch voll habe und dann das Durchblättern euch wieder zeige, werdet ihr sehen, was ich meine. Weil da sind sehr viel Hintergrundschnitt drin. Ich bleibe dran. Vor allen Dingen statischen Schnitt übe ich jetzt mehr. Es ist dezent anstrengend, aber es ist auch ein echt geiles Gefühl, wenn du das Bild dann fertig hast und zu so gucken kannst, so, ja, Mann, das habe ich gemacht. Aber die Leute, die mir auf Twitch zugucken, kennen das alle schon. Für die wird es langweilig.
Aber egal. Ich lasse euch mal wieder mit ein bisschen Musik alleine und versuche dann wieder eine halbwegs interessante Sprechnotiz aufzunehmen. Ja. Ich danke ihm, wie gesagt, dass ich meine Videos antun. Thank you.
Yeah.
Okay, Technik. Technik springt gerade ein bisschen rum. Ich hatte übrigens auch überlegt, ob ich das so ein bisschen chronologisch anders schneide. Und zwar, dass man sozusagen zuerst Akiras Part sieht, dann Alinas Part. Aber seien wir ehrlich, ich habe absolut keine Nerven dafür, das mich auseinanderzusetzen, weil je länger ich an dem Video arbeite, desto mehr fängt es an zu hacken und zu lecken. Und ich hoffe, mein Laptop explodiert nicht. Daher die sozusagen faule Variante. Aber ich glaube, es wäre spannender gewesen. Aber gut, man kann nicht alles haben. Naja, aber jetzt sehen Sie auf jeden Fall mal Gouache-Echsen. Gut, kennen Sie eigentlich noch vom Video davor, falls du es dir gegeben hast, wo ich Kimmys Buch gemacht habe. Ich hatte auch überlegt, Ihre Reaktion übrigens zu filmen, aber ich habe mich dann doch nicht getraut, weil es dir nicht unangenehm werden wollte. Und da wir, also Akira und Alina ja auch immer regelmäßig streamen, war so, ihr müsst das einfach, ihr müsst es überleben. Ihr werdet im Video da sein, ob ihr wollt oder nicht. YOLO, ihr streamt. Aber ich habe jedenfalls, ist das Ayaka von Genshin Impact, falls ihr es auch spielt. Es ist, wir haben so gottverdammt lange auf sie gewartet, Alter. Sie wurde, ich glaube, sogar ein halbes Jahr, wenn ich gerade nicht übertreibe, die ganze Zeit immer verschoben, immer weiter nach hinten, weil sie halt zu Inazuma gehörte, der bisher größten Map-Erweiterung, die wir bekommen haben. Und sie musste halt mit der Map erscheinen, aber irgendwie gab es da wohl immer Komplikationen, deswegen wurde es immer weiter aufgeschoben, aber. Dann hatten wir sie endlich und sie hat wirklich die ganze Zeit für sie gespart. Die ganze verdammte Zeit. Und dann hat sie sie auch bekommen. Und weil sie halt wirklich ihr absolutes Baby ist, war ich so, ich gönn dir ein Buch mit ihr. Und ich habe dann einfach mal versucht, das so ein Inazuma-Wallpaper im Hintergrund zu machen. Aber ich bin dafür noch nicht gut genug. Stattdessen wurde es halt einfach einer so einer Bäume. Aber. Für die Leute, die Genshin spielen, ich hoffe, man kennt trotzdem raus, dass ich versucht habe, das zu tun. Nur für so ein richtiges Haus zu machen, habe ich es mir dann doch nicht getraut. Weil Statik. Statik ist anstrengend. Aber ich taste mich langsam mehr daran ran. Aber es war wieder sehr kritisch. Weil eigentlich ist ja das Geile: Acryl, Aquarell-Baby, sprich Schichten, 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 trocknet schnell, kannst hintereinander wegarbeiten. Aber die lösen sich, finde ich, zu schnell an, dass ich halt wirklich immer hardcore aufpassen musste, wie ich arbeite. Ich durfte nicht zu viel Wasser nehmen, aber auch gleichzeitig nicht zu wenig, weil wenn die Farbe am Pinsel trocknet, kann ich sie nicht mehr in dem Fall auf das Cover bringen. Deswegen kinda tricky. Ich weiß nicht, falls jemand von euch auch das Hime Gouache benutzt, wenn ihr da einen Trick für mich habt, bitte raus damit, weil ich versuche mich daran zu tasten, aber es ist mehr ein Krampf momentan. Ich wünschte, es würde besser sein, weil dann könnte ich so voll krasse Hintergründe damit machen. Aber ich gebe nicht auf, my friends. Ich habe nicht umsonst, ich glaube, 25 Euro ausgegeben. Seien wir ehrlich, für die Menge von Farbe, die man kriegt, ist es echt nicht viel. Aber es ist trotzdem am Ende Geld. Und du, ich bin Deutsche, ich will kein Geld verschwenden, ja? Ich will auch nicht faul rumsitzen, wenn ich frei habe. Deswegen habe ich mit Streamies belästigt. I'm sorry. Aber wo wir gerade kurz wieder dabei sind, Sie können mich sehr gerne auf Twitch besuchen, falls Sie wollen. Ich zocke übrigens auch, also wenn so Benachrichtigungen kommen, keine Ahnung, die Olle zockt DBD, könnt ihr gerne ignorieren. Ich bin auch mit Art für euch da, aber Gaming ist ein bisschen leichter, vor allen Dingen nach Arbeit. Weil nach Arbeit kann ich keinen Artstream anschmeißen, ich würde auf dem Stuhl wegpennen. Aber jedenfalls, wenn ihr wollt, würde mich freuen, wenn ihr mir vielleicht Gesellschaft leisten wollt. Das Gute ist auch, durch das mich bestalken, alias meine Streams gucken, könnt ihr euch kostenlose Bilder arbeiten. Also zum Beispiel so eine Halfbody-Illo, die kriegt ihr dann. Und jetzt, also grundsätzlich als digitale Datei, sprich per E-Mail. Wenn ihr aber sagt, ihr wollt das Original haben, würde ich den Versand haben wollen. Ansonsten kriegt ihr es. Der Rest kostet euch nichts. Dafür müsst ihr sehr, sehr viele Stunden mich stalken. Aber es wäre dann halt der Versand, weil wenn ich bei allen kostenlos mache, ich mache nur bei Ausgewählten. Bekannten Boni, we know the shit. Ich würde arm werden. Ich streame zu viel, die Leute kommen teilweise zu schnell an die Bilder ran, also nee, nee. Aber ja. Ich würde. Und danach mache ich halt, wie bei dem anderen Christenbuch, auch mit den AT, nicht Artesa, Entschuldigung, Castle Arts Buntis wieder die kleine, aber ich weiß nicht, ich bin so halb zufrieden. Also dafür, dass ich wieder mit Gouache gestruggelt habe, finde ich den Hintergrund okay, könnte schlimmer aussehen, aber ich finde, man erkennt es irgendwo, weil die ja diese Special-Bäume haben. Aber Ayaka selber,
Man erkennt sie. Gott sei Dank. Aber ich weiß nicht, irgendwo fehlt mir noch so ein bisschen, dass ich so einen Wow-Effekt hatte. Aber ich freue mich, dass es dir gefallen hat, Akira. Aber es hört sich gerade echt super abwertend an, so nach dem Motto, ja, wenigstens gefällt dir der Scheiß, aber eigentlich ist es Kacke. Nein, ich habe mir Mühe gegeben. Aber irgendwas fehlt noch für mich bei ihr. Ich weiß es nicht. I tried my best. Aber ganz ehrlich, ich bin schon mal froh, dass ich zumindest bei ihr einen richtigen Hintergrund hinbekommen habe, weil. Und, also klar, es ist fancy, wenn du auf einer leeren Seite nur einen Charakter machst, dass das so richtig rausploppt, aber mit Hintergrund hat das halt immer mehr Impact. You know? Genshin Impact? Entschuldigung. Aber auf jeden Fall. Sie werden dann jetzt noch Musik hören, bis dann Reaction Time kommt. Ich warne, wie gesagt, vor, dass es vielleicht dann ab und zu ein bisschen laut werden kann. Aber wenn ihr mir, wenn euch der Shit gefallen hat, ich versuche wieder aktiver zu werden. Weil ansonsten, ich würde mich freuen, falls ihr mich vielleicht abonniert, sogar mir einen richtig fetten Gefallen tut und einen Kommentar da lasst. Falls wieder meine Kommentare, warum auch immer, automatisch von YouTube deaktiviert werden. Ich weiß nicht, warum das in letzter Zeit ist. Bitte pockt mich an. Dann tue ich die sofort wieder aktivieren. Und ich würde mich freuen über Kommentare, weil Kommentare sind toll. Ich wünsche mir einfach nur Interaktion. Das ist genauso wie bei Twitch. Niemand muss subben, niemand muss Bits werfen oder so ein Scheiß. Ich meine, wenn es kommt, freue ich mich, weil das dann extra Geld für mich. Aber ihr müsst nicht. Ich freue mich einfach, wenn ich einen Chat habe, den ich belästigen kann. Weil ansonsten haben Sie noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, gestern war nicht so anstrengend für Sie und die Weihnachtszeit. Wir haben jetzt wieder ein neues Jahr, um durchzuatmen und hoffentlich mehr zu erleben. Man höret sich, my friends. され続けて知らないわ周りのことなど私は私それだけ夢見てる何も見てない語るのなら自分の言葉悲しむなんて疲れるだけよ何も感じず過ごせばいいの戸惑うことは与えられても自分の心ただもし私から動くのならば全て変えるのなら黒にするこんな自分に未来はあるのこんな世界に私はいるの今切ないの今悲しいの自分のこともわからない崩せない答え探すため今日と向いてまた輪廻僕がために探すとメリーがまた大陰陽が今日も片付こう夢と未来と背方なだの手に攻める世界の一人の振りが待つなほど濃くなる幻は空で罪滅ぼす分かんないだけが時間と流れる一体いつになれば世界が変わる敏感がボケて実感が溶けて気がつけ孤独と影だけが踊るブラックとワイそれブラックとワイ閉じた心が探すストップと解もしもの先に手を伸ばすと指の先に触れたバーどこかの誰かの涙に意味もないかいつは興味もないし何も知らない地元とは毎晩正直物語を付け肌から見ればスポーツ機家事は向こう岸泣かされるまま結局はもう時期何もしたくないだけ誰ればの話もここまでなんだか今もう何も見えないけだるさのめまい全てありえない心に落とす影は消えない鏡に映るは本音が冗談わずかな共感それすら望まず腐り落ちる誰にも届かずきっとた誰も無駄な自分の言葉ただ今はもう何も聞きたくないまぶた閉じくらい闇の中住まい一人きりになってどのくらい悲しみなどなるいつも不安になるそれもなんとなく見て見ぬふりを捨てたら不安となずっと動かないでこのままもう全て変えるものだ私はいるの私のことを言いたいならば
は消えない鏡に映れば本音か冗談わずかな共感それすら望まず腐り落ちる誰にも届かずきっと語るも無駄な自分の言葉ただ今はもう何も聞きたくないまぶた閉じくらい闇の中スマイル一人きりになってどのくらい悲しみなどなくいつもワンになるそれもなんとなく見てみるふりをしてただ奪う空ずっと動かないでこのままもし全て帰るのなら動くのならば全て壊すわ全て壊すわ悲しむならば悲しむならば私の心白く変われるあなたのことも私のことも全てのこともまだ知らないの思いまぶたを開けたのならば全て壊すのなら黒になれ
hier auf dem Zettelchen steht drauf hier, ne, bis 10 Kilo, also ist das schon über 5. Sie überfordert mich. Ich muss sie jetzt erstmal anrufen. Und dann schauen wir mal, was wir hier machen und wie sehr Eskalation die Eskalation wird. Oder sie ruft mich an. Hallöchen. Ahoi. Ahoi, hoi. Na? Wehe, wehe, sie haben auch das geschickt, was ich vermute, Alter. Ich spring euch drei um. Ich habe keine Ahnung, was du vermutest. Ich weiß nicht, was du vermutest. Du kannst dir eine Menge Sachen vorstellen und ausmalen. Wir werden gleich sehen. Übrigens... Digga, ich habe von den beiden eine Switch bekommen. Oh, das ist krass. Das ist, also so übertrieben habe ich nicht. So übertrieben habe ich nicht, nein. Oh, scheiße, der 13. Monat. Fortlaufende, insgesamt schon 15. Und, Kisses, Dankeschön fürs Folgen. Ich sehe gerade erst jetzt den Alert. Es tut mir leid. Und Alina, eingestohlen. Mal sehen, ob ich dich danach noch mehr umbringen will. Ja, ich glaube eher, ich möchte dich umbringen. Ich habe das hier, ne, ich habe eben schon gesagt, hier steht drauf, bis 10 Kilo, also ist das schon mal über 5, du übertreibst einfach. Nein, das ist nur 6,5 Kilo. Nur, sagt sie. Nur, sagt sie. Superflausch, moin, moin, hallöle. Das sind nur 6,5 Kilo. Nur, sprach sie, nur. Und nein, ich verschicke keine Pics. Total ungewohnt, Ellie so hell zu sehen. Ich bin sonst immer im Dunkeln hier, ne? Es ist öfter mal was Neues. Ja, guck mal, mein Paket ist voll klein. Das, was bei dir liegt, so im Gegensatz zu dem, was ich hier stehen habe. Und ich habe schon einmal ein größeres genommen. Ich bin gleich klein, Madame, wenn ich mit dir fertig bin. Ja, ja, wenn ich mit dir fertig bin, ey. Ich komme dir gleich darüber. Ja, mach. Ich warte, Bruder, ich warte. Hector sieht man auch in voller Pracht. Ja, Hector ist auch wieder ready to go hier. Hector? Das ist Hector. Ah, er ist wunderschön. Er ist Hector, weil er kommt am liebsten durchs Hector. Hallo Hector, was geht, Bruder? Du hast viel zu gut zugeklebt, Madame. Ja, ich... Mach mal das Erste. Greif dir irgendwas raus. Ich mach erstmal auf hier, so. Lieber Chat, hier ist Zeug. Da seht ihr, das ist wirklich Zeug. Das ist voll bis oben hin, seht ihr? Ja, ja. Ich war glücklich, dass alles reingepasst hat. Alter! Das ist nicht dein scheiß Ernst. Wie viel ist das denn? Ja. Das sind nur ein paar Sachen. Nur ein... Guck mal, das ist hier zufällig, ne? Hier wirklich so groß hier. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich soll mit was anfangen. Ich fange hiermit an. Das ist klein. Ich habe Angst. Das ist unschuldig. Da musst du keine Angst haben. Das gehört schon der unschuldigen Fraktion. Oh, unsere Kekszauberin ist da. Hallöchen, hallöchen. Ja. Stefan ist am Lurken. Jawohl, dann lurk du mal schön. Viel Spaß beim Kochen. Ich packe jetzt mal aus hier. Ich habe jetzt Angst. Das ist klein. Das ist wirklich unschuldig. Okay, das ist gut. Meine Hände zittern. Ich habe Angst. Ich sitze hier bis zum Kinn vor diesem Paket. Das ist zu groß für diesen Tisch. Schoki! Winterleckerei Kokosmakronen. Oh, geil. Oh, geil. Ja. Oh, ich dachte mal, Freshed Cookie gehört auch mit rein. Und ich sehe, hier ist noch mehr Cookie. Das muss ich nicht mal mehr auspacken. Das packe ich hier so dazu. Sind auch mehr Kekse. Ja. So Schokokekse. Das sind Karamellkekse mit Zartbitterschoki, alles vegan. Oh, die Dame, alles vegan. Also zumindest die Kekse sind vegan. Ich glaube, die Schoki nicht. Grüße an Lay, lese ich hier bei mir aus dem Chat. Die Potato Sarah, ja. Unsere Kekszauberin, die grüßt dich. Ich grüße sie zurück, my friend. Ich sie können auch reingucken, gut, so gut es geht. Wir auf die Backenkamera, danke. Ah, da ist das sie sehen Bilder. Wunderschöne Bilder. Und ich habe es übrigens auch nicht geschafft, großartig Bilder zu zeichnen, also kein Sorry. Du siehst ja, das Bild ist auch alt. Ja, ist ja kein Ding. Ich habe auch größtenteils alte Sachen reingepackt. Ich habe die Zeit auch nicht gehabt. Alles gut. Definitiv kein Artstuff, aber Eulen. Oha. So mit Notizen zu jedem Geschenk. Ja. Also bei der Kunst ist auch ein kleines bisschen was Neues bei, aber halt nicht viel. Der Großteil ist alt, das kennst du schon. Das ist okay. Ich habe auch nur geschafft, eine einzige Sache zu zeichnen. Ich wollte eigentlich so 2-3 Sachen machen, aber dann war ja meine Kollegin 2 Monate lang krank und dachte ich so, nee. Mm. So, mein Fischi-Fisch? Ja. Nur ist dein Sichtschutz, ne?
Wer weiß, welcher Ton sich dahinter versteckt oder da drin. Ich habe hier noch was Kleines, das muss ich mal angucken. Das ist so gut zugeklebt. Stell dir mal vor, davon hast du 4. 4? Okay, das gehört also zusammen, das hier und das hier. Ja, das ist eine Sache, halt einzeln verpackt. Warte. Eins suche ich noch, aber ich finde es nicht. Dann fange ich erstmal hier mit an, mit einem so. Vielleicht findest du es zwischendrin. Davon habe ich 4? Was? Gewalt. Gewalt, Hass und Verderben. Kann ich am besten, ja. Guck mal, wie gut ist das eingepackt? Ja, ich habe 2 Stunden lang grüßt, danke, dass du ein neuer Paket verpackt. Acryl Pearl Chartreuse. Sind das Glitzerfarben? Glitzeracryl? Ja, das ist Metallic-Acryl. Alter. Erstmal Kamera scharf stellen. Guck mal, das sparkelt. Leute, das sparkelt. Alter. Aber toxisch, ich würde niemals übertreiben. Niemals. Ich habe ja ein absolut unschuldiges kleines Paket geschickt. 6,5 Kilo. Ja, ist klein. Ist eine einstellige Zahl. Easy. Darf ich die, wenn die dazugehören, auch direkt aufmachen hier? Ja, mach ruhig. Gönn dir. Gewalt. Oh. Pearl Pistachio Green. Also nochmal Schimmer, Schimmer. Sparkle, Sparkle in Grün drauf aufmachen. Boah, Leute. It's shiny. It's so shiny. Oh. Solch fragt sich, wenn das viel, wenn das, was ist denn viel, wenn das hier wenig ist? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ja, danke, Gotrix. Danke, Bruder. Oh, 6,5 Kilo, reine Unschuld. Bist du wenigstens, einer versteht mich. Pale Olive Green. Oh, wie schön. Ey, die passen auch so gut zusammen, die Farben. Ja, Mann. Hast du was anderes erwartet von der Collar-Bitch hier? Von dem kleinen Collar-Nazi? Nein. Nur die reinsten Farben. Oh, wunder, wunderhübsch, ey. Das hier. Ey, das ist alles so gut zugeklebt, man kommt doch nirgendwo an irgendeine Lücke ran in dem Papier. Ja, natürlich. Hallo. Hass, Leid und, Hass, Wut und Verderben, oder wie war das? Das Cover, oh mein Gott, wie cool! Ein Sketchbook mit dem Dance Cover. Ja, das war das Einzige, was ich geschafft habe. Alter, wie cool! Ein Custom Sketchbook und mein Boy ist da drauf. Und Okori auf der Rückseite mit ihrem Eulengreif. Alter, du bist doch... Oh mein Gott, ist das cool! Ey, wie geil die da rauskommt mit dem Weiß im Hintergrund. Und das ist... Oh Gott, ist das geil! Alter! Mir ist nur zu spät aufgefallen, dass ich vergessen habe, bei Jaden die Flügel zu machen, ne? Ist egal. Die hat da eingeklappt. Die sind eh klein. Ist das geil! Das ist beides so... Ich scanne die beide ein, die kommen auf die Toyhaus-Seiten von den beiden mit dazu. Das ist so großartig. Oh, ist das großartig. My life is now complete. Oh, wundervoll. Ja. Dani, hallöle, hallöle. Gewalt? Ach, jeder kann zeichnen, Toxic, jeder. Und, also, das ist so... Wie gut man ist, halt Empfindungssache. Ich sag immer, es könnte noch besser sein und dann kriege ich aufs Maul, dass ich aufhören soll, das zu sagen. Ja, genau, hör auf, das zu sagen, du bist voll gut. Oh mein. Siehst du? Ey, ohne Scheiß, ne? Ich habe genau dieses Set neulich gesehen und dachte mir, ich könnte mal wieder ein paar Tapes bestellen, aber nee, lass mal lieber. Aber irgendwie will ich doch, aber irgendwie nicht so. Das ist genau dieses fucking Set. Ich dachte mir so für dein Bullet Journal, so fancy, edel Schrift, Washi Tape. Lay wohnt in meinem Kopf. Hier, ganz, ganz viele Tapes. Wir müssen nochmal drauf gucken hier. Und auch so breite Tapes mit so Landkarten und so Schriftzügen. Wie gesagt, dachte mir so für dein Bullet Journal, gönn dir, Bruder. Alter, wie schön das hier ist. Was haben wir hier alles draufstehen? You make me feel special. Love makes everything better. Och, cute. Was haben wir hier? Haben wir Buchstaben drauf? Hier haben wir was, das sieht aus wie so gelöste Tickets für alle möglichen Sachen. Hier haben wir Zahlen drauf. Und hier haben wir nochmal Zeitung. Ey, die sind so hübsch. Und so fett. Dein Talent ist so tricky. Also klar, du kannst eher in etwas lernen als was anderes. Meinetwegen können wir das als Talentdefinition nehmen. Aber grundsätzlich, jeder kann zeichnen lernen. Das ist ein Handwerkschatz. Talent als Grundlage ist eine Lüge. Talent bringt dir nichts und nichts anderes. Das ist genauso wie Kochen und Backen. Kann auch grundsätzlich jeder lernen, wenn er die Geduld dafür hat. Du
du musst es halt wollen, dann kannst du alles lernen. Es ist wie Lays kleines, unschuldiges Paket hier, so Kleinigkeiten, ja, die ihr schickt. Ja, so 6,5 Kilo, man kennt's, aus Versehen, hupsi. Selenia Chan, hallöchen, ich komme hier rein und höre als erstes wieder die Talentdiskussion. Ja, die gibt's halt immer wieder, man muss immer wieder sagen, Talent ist eine Lüge. Und Ukulele ist fancy. Toxic Kisses lernt Ukulele. Das ist hart romantisch, wenn du so richtig angeben willst, romantische Skills, Ukulele, ich sag's dir. Müsstest du eigentlich auch lernen, dann wär's die Ukulele. Oh, okay, der war gut. Jetzt sind sie wieder dran, Baby. Okay. Ich hab gar keinen Platz hier, mein Tisch ist zu klein. Ja, denn ich bin auch gerade. Für mich. Also ich habe hier auf jeden Fall Stifte. Ja. Die sehe ich schon. Alter. Ich bin mir nicht sicher, ob man das essen kann. Ich glaube, das ist widerlich. Hi, Kring. Was haben wir denn hier für schöne... Die fühlen sich das, schon weich. Das Schöne an. Ist bei denen, du siehst ja hinten den durchsichtigen Böppel, ne? Das kannst, ja, du wegmachen, ach, die Schrift. Ach, das sind so Friction-Dinger, die lassen sich wegradieren. Ja. Und in super Cuteness. Japan halt, ne? Oh. Japan regelt. Also wir haben hier ein Schweinchen, ein Mäuschen und ein Pandachen. Na, Gitarre und Ukulele ist beides geil. Aber mach dir da keinen Stress mit Ukulele lernen. Alles mit der Ruhe. Du musst die mal so drehen, dass sie auch wirklich mit der Schrift so. Gott, die sind cute. Und das war da ihr dran da, da muss ich, warte mal, die muss ich später ausprobieren, die Stifte. Ich muss gucken, wie die malen, schreiben, leinen. Dingsen. Ich habe mir einen 8er-Pack geholt, 3 hast du, 3 haben Akira und 2 habe ich mir noch da gelassen. Oh Gott, ich sehe hier drunter schon was. Kleines, jetzt wird spannend. Kleines Paket, sagt sie. Ja, ganz klein. Ey, wir sind nicht mal halb durch hier. Was ist das denn für ein Irrsinn? Kann da bitte irgendwas Unschuldiges, Kleines noch drin sein? Ist doch, aber du übertreibst doch. Nein, ich doch nicht. Ja doch, gerade du. Gerade du. Nein. Doch. Oh, dann ergänzt ihr euch ja richtig gut, wenn ein Freund Gitarre spielt. Buntstifte. Buntstifte. Ja. Botanical Collection Castle Arts. Okay. Das kenne ich gar nicht. Ich habe davon das große 120er Set und ich finde die an sich nicht bad. Also, sie haben ihre Marotten. Du musst mit Schichten aufpassen. Die Touren recht schnell wachsen und dann halt stopp. Ja. Aber das 120er zum Beispiel, das hat zu viel gleiche Töne. Ist klar, wenn eine alle ist, kannst du easy auf den anderen zurückgreifen, aber es dann halt trotzdem, wo du denkst. Why? Und die Hautfarben sind ein bisschen tricky. Ich muss gerade mal gucken. Ich glaube, die Nai hat vor kurzem irgendwelche Stifte sich gekauft gehabt. Die sahen nicht viel anders aus. Bin mir gerade nicht sicher. Ich muss gerade mal kurz gucken, welche das waren. Wenn das dieselben sind, dann weiß ich auf jeden Fall schon mal Bescheid. Ja. Warte. Da muss ich gerade mal scrollen. Ich mache gar keinen so schlechten Job mit den Stiften. Wo war das denn? Meine Güte, die hat die doch gepostet gehabt. Wo sind die denn? Ja, aber das sind so kleine Abstufungen, dass das für mich ein gefühlt gleicher Ton ist. Ich weiß, ich bin Künstlerin. Das waren die. Die hat von denen das 72er-Set und ich habe noch gefragt, wie die sind. Und dann habe ich überlegt, ob ich mir die auch holen soll. Jetzt muss ich die gar nicht holen. Jetzt hast du mir die einfach geholt. Ich bin gut, Bitch. Alter. Das sind die. Das sind einfach dieselben, die Nai hat. Geil. Boah, ich freue mich drauf, mit denen zu arbeiten. Ich bin so gespannt. Dankeschön. Das ist so. Wird alles ausprobiert gleich. Der Stream dauert noch ein Weilchen. Ja, wunderschönen guten Mittag, Sarah. Sarah, Abend, Mittag, Hallöchen. Ich bin ist okay. Es gibt mehrere Gründe, mich zu töten. Das wäre nicht der Einzige. Ich bin gar nicht gewohnt, dass ich mal nicht Abend oder ne, irgendwas Abendliches sage. Ich stream sonst immer abends. Sind sie ja. Jelly Guash, ne? Sind sie Jelly Guash? Ich bin Hufflepuff. Ich bin die unschuldigen Hufflepuffs. Das ist ein Jelly Guash. Ich hab ein zweites Set davon jetzt. Ich hab jetzt so ein grünes Set von denen. So eine grüne Packung. Wo habe ich das? Du hast es schon gekauft. Ein grünes, verdammt. Ja. Aber jetzt habe ich noch... Warte. Ich habe das irgendwo hingepackt. Hier. Nee, das ist nicht von Himi, das ist von ArtX quasi. Das okay. Hier. Okay, gut, dann ist es immer eine andere Marke. Oh, 4 years is fine. Do you maybe have Instagram or so, where we can look what or how do you draw if you want? You can post it.
Ey, übertreib nice, nicht einfach. Nice, willkommen bei mir im Hufflepuff-Haus, Koala. Übertreib ey, das sieht fancy aus, das mag die Verpackung von deiner. Das meine ja langweilig ging. Es ist ja theoretisch dasselbe, nur hier ist noch ein bisschen Papierzeug drum. Aber das ist fancy. Bin gerade am Kartoffelschälen. Oh, wow, oh, oh. Was muss, das muss, ne? Was gibt's denn da Leckeres mit Kartoffelchen, Selenia? Josie sagt, sie hasst das Zeug. Hör mal, die Jelly Guash, ehrlich? Ich habe mit denen ein Bild gemacht bisher. Ich fand das ganz witzig. Ich habe bei ein paar Notizbüchern, weil ich habe ja für ein paar so Notizbücher personifiziert, habe ich den Hintergrund damit gemacht und die sind echt tricky. Das Ding ist halt, die haben die schlimmsten Eigenschaften zusammengepackt, leider. Habe ich dann halt erst nach dem Kauf gemerkt. Ich habe einen Seemonster damit gemacht für Tanja. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Naja, bei denen, ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht einfach nur bei denen liegt, aber die lassen sich meiner Meinung nach zu schnell anlösen und dann werden die wässrig und decken nicht mehr, wenn du die nach dem Trocknen anlöst. Ja, okay, das habe ich nicht mehr aber gemacht. Aber sie trocknen gleichzeitig auch zu schnell, dass du ordentlich mischen kannst, also blenden. Okay. Das ist super tricky. Jetzt habe ich hier so einen zweiten Kasten von, jetzt muss ich hier ganz viel Jelly Guash machen. Jetzt habe ich hier noch zwei riesige Sachen drin, ich habe Angst. Jetzt wird's spannend, die besten Sachen kommen zum Schluss. Oh nein, ey. Das ist doch schon alles so viel gewesen. Die Tasche ist alle, ich muss noch was anderes holen. Rüber zum Tisch. Prost! Was? Gotrick hat gesagt, ich soll trinken, deswegen Bristol nicht. Ja, richtig so, Prost. Was ist das? Was ist hier drinne? Ey, doch, ich hab gesagt, es kommt noch eine zweite Mappe, ne? Ja, der beste, alter Schneewunder, beste Kirsche, Marzipan, ne? Marzipan! Ah, der Klassiker Harrys Geburtstagskuchen. Soll ich dir mal einen Funny-Fact dazu verraten? Die Tasche hat nur 20 Euro gekostet. Was? Und da ist so viel drin. Was? 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 Das ist crappy as fuck. Warum höre ich sie auf einmal? Sind das... Achso, jetzt. Sind das Aquarell? Da ist ein Pinsel drauf. Ist das Aquarell? Ja, Aquarellstifte und Aquarellfilter. Alter... Wie? Und die fucking Mappe hat nur 20 Euro gekostet. Ey, alleine die Mappe ohne Stifte hätte 20 Euro kosten müssen und jeder Stift nochmal alleine 2 oder was. Das geht doch nicht. Wie kann das? Das hätte 100 Euro kosten müssen von dem Umfang, ganz ehrlich. Ja, eben, deswegen bin ich ganz überfordert und mach mir Sorgen, dass du dein ganzes Konto gekillt hast für dieses Päckchen. Aber wenn du sagst, es waren nur 20 Euro, ist okay. Ich bin so im Hohnscroll in Amazon, sehe so für 20 Euro die Mappe und denke mir so, als ob da 70 Stifte drin sind, wird gekauft. Oh, scheiße, das ist wirklich so. Alter, und noch ein Wassertankpinsel. Ich habe so viel Arztstuff, ich wollte mir eigentlich noch ein bisschen Arztstuff kaufen, ja, nach den Weihnachtsfeiertagen. Was ich am krassesten finde, du hast, wenn du nur noch kleine Stumpfen hast von Buntstiften oder so, du hast so einen Aufsteller, damit du den noch halten kannst und gerne benutzen kannst. Ist das geil. Das erste Set, was da dran denkt. Ja. Sonst muss ich mal einzeln kaufen oder die Stifte wegschmeißen. Ja. Ellie.exe stop working. Ja, das glaube ich auch, Stefan, ey. Wenn ihr auf dem Baum sitzt, dann sind die so super flauschig, weil hier ihr Fell so ineinander gepufft ist. Aber wenn sie fliegen, sind sie so majestätisch, Alter. Ich mach jetzt das hier auf. Ja, also von Unterwassertieren liebe ich Seepferdchen, Rochen und Schildis. Ach ja, und Anglerfische. Anglerfische sind meiner Meinung nach auch hart underrated. Unterwassertiere, alles was Tentakel hat. Ach, als würdest du Tentakel mögen. Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht so sicher, wenn ich deinen Screen angucke. Also. Ist das so ein. Nein! Das ist eins von diesen Aquarellsets, wo man immer die Werbung von sieht auf Facebook und wo man nie glaubt, dass das funktioniert. Moment, Leute, das muss ich euch zeigen. Ich weiß genau, was das ist. Ich habe davon Werbung gesehen. Hier. Also, grundsätzlich, bei euch beiden war das Theme für mich Aquarell, weil da braucht ihr mehr Shit. Und da war so.
So 50% ist bei Spein gleich und dann ist jetzt so das, was so ein bisschen andere Varianten sind. Lay hat so die ganzen Sachen besorgt, die ich immer sehe online, wo ich mir immer denke, sollte ich vielleicht doch irgendwann mal, aber nee, lass mal, aber vielleicht doch, aber nee, du hast so viel, aber nee, lass doch mal. Und jetzt. Ja, aber nein, ja, aber nein, ja, aber nein. Das sind Aquarellfarben, die kann man quasi ne, so zusammenpacken und dann wieder mitnehmen. Und hier steht genau drauf, welche Farbe was ist und das sieht so schick aus. Oh Gott, sind die geil. Die wollte ich schon ja, immer mal ausprobieren. Auch nice. Und ein Wassertankpinsel dazu. Das ist doch... Alter. Wie hübsch. Ich bin unschuldig. Ich bin verliebt, ey. Wunderschön. So. Das fühlt sich an nach Buch, was hier drin ist. Das Geschenkpapier ist wohlgemerkt von meiner Oma. Alles, was ich an Geschenkpapier verwendet habe, war von meiner Oma. Die hat immer so zugeschnittene Dinger gekauft und dann, wo du auch ein paar Band dazu hast und alles. Das habe ich jetzt alles aufgebracht für euch beiden. Ich hoffe, ihr wisst es zu eher. Und wie? Das ist voll süß. Vor allen Dingen das Eulenpapier, das ist am heiligsten. Eulen. Ich sehe Tentakel. Tentakel! Oh mein Gott! Das ist mit dem fancy Acryl gemacht. Die Tentakel habe ich zusätzlich aufgeklärt, weil mir das Kraut zu langweilig war. Das ist ein Arteza Watercolor Book und das ist mit Tentakel von Lay. Das ist voll die Tentakel-Lay. Look! Look at this! Look at this! Sparkle, sparkle, shiny, shiny! Sparkle-Tentakel! Ja. Also, es ist jetzt leer. Ich hab das... Es ist... Aber du bist doch komplettes Wahnsinns, du Irre! Was stimmt kann nicht mit dir? Was stimmt nicht mit dir? Alles? Was das stimmt, weißt du aber schon. Fragen wir so rum. Was stimmt überhaupt noch mit dir? Was stimmt überhaupt noch mit dir? Das kann gar nichts. Ja, das sehe ich gar auch so. Nix. Kann doch nicht dein Scheiß ernst sein. Guck mal, ne, hier, wir wollen es nur zusammenfassen. Wir fassen das jetzt nochmal zusammen. Wir haben hier ein Arteza Watercolor Sketchbook, ne? Wir haben hier eine fette Mappe mit einem Arsch voll Stifte drinne. Mit einem fucking Arsch voll Stifte. Wir haben hier Aquarell. Eine Mappe. Wassertankpinsel. Wir haben hier, um das nochmal aufzumachen, noch mehr Stifte. So, ne? Hier so. Noch mehr Stifte. So. Wir haben hier noch mehr Stifte. Wir haben hier Washi-Tape. Wir haben hier Jelly-Gouache-Farben. Wir haben hier Glitzer, Sparkle, Acryl. Und ein Custom-Sketchbook mit Custom-Cover. Und ein Bild von meiner Charaktere. Und Süßigkeiten. Und Süßigkeiten. Und Süßigkeiten. Und Süßigkeiten. Das ist doch nicht wahr! Die Hälfte fällt mir runter, alles fällt mir runter. Oh Gott, das ist doch nicht. Du bist doch irre! Das ja, kann machen. Ich nur zurückgeben, Madame! Ja, aber du hast doch voll übertrieben! Nein! Doch! Ja! Danke! Ja. Danke, Gotrex! Danke, Bruder! So, aber weißt du, hier, nicht nur judging myself. Ich bin schlecht im Geschenk. Oh. Ich sehe schon, ich verletze mich im Stream einfach mit dem Cutter. Nee. Professionell wie immer. Die Spannung steigt. Das ist noch so unschuldiger. Unschuldiger. Oh Gott. We can do it, Akira. We can do it. Oder auch nicht. Ich komm's nicht hin, das schön auszupacken, sodass ich das recyceln kann. Ah, komm, ich hab's auch ein bisschen Body verpasst. Mach's kaputt. Mara. ASMR. Oh. Hm? Oh mein Gott. Schokolade. Oh Gott, ich habe gestern überlegt, ob ich mir neue Schokolade kaufe. Und hab's nicht getan. Siehst du? Ich bin gut. Ich hab's gespürt. I can do it.
Meine coole Form. Das kann ich hier auch umschmieren. Ich habe sogar noch Leinwände da. Aber keine Acrylfarben. Ja, siehst du, jetzt hast du wieder ein bisschen Stuff. Ja, ich sehe schon. Ich werde. Wobei das Sparkle Stuff ist. Das ist halt eigentlich mehr so Effektshit. Oh mein Gott. Nee, weißt du, statt Metallic Acryl ist das Metallic Acryl. Oh, das ist so nice. True, Washi. True. 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 Ja, okay, ich gebe das auf, Mensch, schön auspacken. Oh Gott. Oh mein Gott. It's beautiful. Ah, ja, komm. Oha. I love it. I love it. Okay, warte. Oh, man sieht sogar echt gut auf der Kamera heute. Schauen Sie es euch an. Okay. I'm. Oh Gott. Oh mein Gott. Du hast noch einen Tag Zeit, Mann. Easy. Oh, it's beautiful. Oh Gott. Schreibt es euch an. Die mal so nicht. And it's glittery. Oh mein Gott, I love it. Ich traue mich jetzt gar nicht anzufassen. Ahnung, wie das Papier ist. Ich hoffe, man kann zumindest mit Buntis drauf arbeiten. Einfach. Warum hast du übertrieben? Nee. Eine kleine unschuldige Aquarellbox. Ich bekomme sie nicht auf. Schon wieder. So, jetzt. Das wird schon noch nicht ausprobiert worden. Da musst du mit der Schere an der Seite so. Scheren sind überbewertet. Oh, die sind so. Oh mein Gott. Wow. Oh, die Pappe. Wow. Pappe kommt nicht. Wie immer. Ja, ich sehe schon. Washi wird mich für dich verlassen. Tragisch. Ja, Gewalt. Ist ein. Oh Gott. No, no. Pink. Oha. Okay. What the fuck? Oh Gott, ich. Why? Wenn ich on stream in dir heule, dann. Oh Gott. Ich bekomme es nicht mehr auf. Oh mein Gott. Die Fancy. Ist das eine Katze? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hätte auch ein Hello kaufen können, aber ich dachte, Pink wolltest du mal lieber haben. Oh Mann. Irgendwann revanchiere ich mich dermaßen dafür. Das. Oh Gott, ich bekomme es nicht mehr zu. Hilfe. So. Das ist Gouache. Gouache ist der Unterschied zwischen Aquarell und Acryl. Ja. Yeah. Gouache ist very fancy. Scheiß, willkommen im Club, ich bin auch seit 2 Wochen. Aber kein Ding, Bruder. Ich will es verstehen. Ich bin auch schon vorgehen. Aber. Wir gehen gleich zusammen schlafen. Easy. Das klingt falsch. Ja. Wo kommt denn die Stimme? Oh mein Gott. Wie kannst du übrigens hinten wegradieren? Du hast ja diesen durchsichtigen Böppel, ne? Du kannst es wegradieren, wenn du schreibst. Das ist nicht nur fancy, sondern auch praktisch. Das ist so. Ah. 69, Helen. Ja, Washi. Ungelogen, ich werde mich. Ich sag's dir, ich werde zum Geburtstag einfach ein heftiges Paket schicken. Ist mir egal, ob ich dafür Bankrott gehe. Jetzt muss der Geld hin. Er muss hier vorn.
Warum lebst du plötzlich auf der Straße? Revanche? Oh Gott. Oh, das ist süß. Jetzt schreibst du aber ein bisschen hart, Gavern. Jeder verschreibt sich irgendwas. Oh Gott. Whitely. Oh Gott. I hate you. Oh. Why? Ich habe meinen Müllstapel nicht mehr weg. Hilfe, ich tue es jetzt alles auf den Boden. Mein Mann. No, wie viele musst du noch einpacken, Kiso? Ja, bitte. Ich gebe das dann weiter an Lea. Nein, das ist für dich. Wenn die Leute bei dir droppen, ist das dein Zeug. Easy. Lay, bist du eigentlich komplett... Ah... Weißt du, was der Witz ist? Jetzt hat mir 20 Euro gekostet. Dafür ist aber einfach mein komplettes Set. Das ist echt fancy, oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott, neue... Aquarell, Bundis, Aquarell, Filzer, Bleistift in allen, Radiergummi, Spitzer, sogar so eine verkackte Bleistiftverlängerung, wo sonst keiner dran denkt. Das ist fancy as fuck. Und du hast ja vorne die Lasche für ein A5-Skizzenbuch, was da reinpasst. Und drin. Oh mein Gott, das ist so pretty. Oh mein Gott. Aber mit Aquarell waren die irgendwie Bitches. Ich hab's nur mal kurz so ausprobiert, einplatten. Ich fand's ganz nice, aber. Wo ist denn? Ich werde für dich natürlich das wieder ausprobieren. Ich sag für mich. Oha. Ja. Mein Hüb. Wo ist das? Litchi, Washi, Washi, Washi Tape. Fancy. Oh Gott, Cutter. Please come here. Ja, ja. Natürlich kriegen sie auch Washi-Tape. Niemand kommt ohne Washi-Tape. Noch mehr Washi! Stifte. Oh. Ah, Washi. Oh Gott, der Washi. Astronauten. Look how pretty. Sternzeichen. Was entdecken wir hier für Sternzeichen? Keine Ahnung, ich habe mir Astrophysik nicht aufgepasst. Aber sie sieht wundervoll aus. Oh mein Gott, jetzt zu viel. Oh Gott, ich liebe dieses Washi-Tape. So, weißt du, wegen Kira Kira, Sparkle Sparkle? Kira Kira. Ja, das ist... I love it. So, was hast du alles reingetan? Mein Cutter schneidet, glaube ich, nicht mehr. Oh, deswegen... Das hat niemand gesehen. Nein. Oh Gott. Nein. Mommy picked me up, I'm scared. Oh Gott. Ja. Oh, ich glaube, ich weiß, was das ist. Oh Gott. Komm, das ist blöd. Als das Kissen, welches beim Aufstehen unterstützt. Oh Gott. Aber tatsächlich, was du nicht weißt, was ich weiß, ist das... Ich tatsächlich von einer Sache weiß, die Alina bei dir mit reingetan hat. Was? Weil wir uns deswegen abgesprochen haben. Ekelhaft. Oh mein Gott, mein Kommelchen. Oh Gott, der Müllberg. Also die Humselbienchen habe ich mit dem Metallic Aquarell raufgeklatscht. Normalerweise war es nur grau, aber ich dachte mir so, nee. Oh, das ist wundervoll. Oh Gott, das sieht... Oh, die sind so cute geworden. I love it, oh mein Gott, I love it. Oh mein Gott, nee. I love you. Wenn ich jetzt... Ich glaube, ich würde dich jetzt zwingen, dazu zwingen, dich zu umarmen. Wenn ich das tue, heißt das viel. Wenn es... I love you. Der beste Aquarellblock, den ich mein Leben jemals getestet habe. Ja, that's my stupid face. Oh Gott.
Ah. Hey, Dodi. Dein Kinder, die befreundet. Okay, warte. Du musst noch den wundervollen Liebebrief vorlesen. Aber den vergisst du noch nicht alle, oder? Mir ist so, dass da noch was fehlt. Ich glaube, ich habe was tue ich das hier. Schuld. Warte, die zwei kleinen Dinger, die eingepackt sind, die musst du noch öffnen. Yes. Das sind zwei Geschenkpapier. Oh Gott. Ich komme nicht auf. Okay, ich glaube, da muss der Cutter ran. Das war schon keiner tricky, die zu verpacken, aber es war so, nee, das packst du nicht offen rein. Okay, I think I got it. Nee, das ist allgemein bei uns beiden relativ ruhiger Chat, Kevin. Ja, ich glaube, wir sind einfach beide generell jetzt gerade so überfordert. Ich bin so überfordert, da traut sich immer mehr zu schreiben. Oh Gott, ich bekomme sie auf. Ein Herzinfummel? Süßigkeiten wird nie jemand was haben, Scheiks. Niemals. Herzinfummel. Oh mein Gott. It's a happy Herzinfummel. Oh, cute. Nice. Das weiß ich. Wasch ich genie. Oh mein Gott. Du kannst auseinandernehmen. Wasch ich genieße einfach meinen Struggle ganz still und heimlich. Mhm. Ja. Oh Gott. Ich hör so meinen Spaß am auf bei Anina. Ja, ich freue mich darauf zu sehen, dass Alina auch verzweifelt. Ja. Mordatzefummel. Ratze. Oh mein Gott, jetzt. Das ist so cute. Hat er Zähne? Ja, oh mein Gott. Warum hat er Zähne? Ja. Ist das eine, so eine Teetüte? Warum hat die Zähne? Milch. Das ist eine Milchtüte. Ja. Du hast Tee und das ist Milch und Kekse. Aber warum hat die Milchtüte Zähne? Sollte mir das Angst machen? Goldig. Das ist cute. Aber mir macht es Angst, dass er Zähne hat. Stell mir vor, ich beiß so eine Milchtüte. Hallöchen zu dir. Vielen Dank fürs Rumlecken. Das ist in der Tat ein berechtigter Grundscheiß. Ich hoffe, du hast auch für dich Süßigkeiten geholt. Ja, komm. Okay. Ich bin überfordert. Ich bin am Struggeln. Komm, die letzten Meter. Es ist nicht mehr viel. Oder? Das müsste eigentlich ein oder maximal zwei Sachen noch sein. Ich glaube, ich habe alles rausgepackt tatsächlich. I think. Also, the box is leer. Okay. Es würde mich auch schockieren, wenn noch mehr drin ist. Das würde ich nicht packen, dann würde ich weinen. Was gar nicht, was wir haben, ich bin unschuldig. Ja. Das ist einfach nur ein Arztstoff-Packet. Das ist ein viel zu großes Arztstoff-Packet. Du darfst mich nicht so dermaßen übertreffen. Weißt du noch, wo du spurig zu mir meintest, ich übertreffe dich? Und ich so, nein. Das gefällt mir nicht. Das muss ich. Ich muss mich revanchieren. Nein! Doch! Musst du nicht! Doch! Nein! Doch! Nein! Doch! Okay, ich müsste jetzt. Oh Gott, okay. Mein wundervoller Liebesbrief muss an die Welt.